liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Wir machen weiter mit der Bergbrauerei aus Baden-Württemberg und zwar mit dem Jubelbier. Jubelbier hätte ich jetzt fast mit dir rechnen, na, das ist doch bestimmt ein Export oder so ein Jubiläumsbier oder so. Aber nee, bei Untappd ist es als Kellerbier gelistet. Also behandeln wir das auch so, wie es bei Untappd drin steht. Offensichtlich ein Kellerbier. Mal schauen, was wir da gleich haben. Also erstmal, ja, vom Etikett her, blau gehalten mit der Schrift wieder, ne? Hier schön 1466. Was haben wir drin? Stammwürze 12,6% Umdrehungen. Ja, Umdrehungen, die finden schon bei mir im Kerebrumm statt, ne? Hm, genau. Also Stammwürze 12,6% und Umdrehungen 5,3%. Ja. Ja. Hopfen gestopft und naturtrüb. Oh, es kommt ein naturtrübes Bier auf uns zu. Das würde ja zu einem Kellerbier tatsächlich passen, ne? Oh, so ein bisschen zwickeln und so, doch, das würde passen. So, ja, Bergbrauerei Ulrich Zimmermann. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, jetzt müsste eigentlich Hefe hinten drauf stehen. Sind wir mal schauen, ob da auch was steht. So, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Also Hefe ist mit angegeben. Das bedeutet, ja, das sollte jetzt gleich richtig schön naturtrüb sein. So, gut, was haben wir da noch Schönes drin? Oh, da steht jetzt Text, Freunde. Da steht jetzt Text, den muss ich mal vorlesen. Hoffentlich gelingt mir das. Unsere Braugerste beziehen wir bei 36 Landwirten. Bei 36 Landwirten. Also 36 Bauer, die da mit dem Trecker über dem Acker fahren, die sind zuständig für ein Bier. Echt? So ist das? Ich dachte immer, das macht ein Bauer oder so. 36 Landwirte? Aus der Region, aus, was? Integrierten, kontrollierten Anbauen. Das ist ja schon mal schön. 36, nochmal, wir beziehen wir bei 36 Landwirten. Wieso denn 36? Ist das nicht ein bisschen viel? Braucht man so viel? Echt? Ich kenne mich da null aus, ne? Ich bin ja hier voller Megacity hier, voller Metropole. Wir haben hier noch nicht mal Trecker, die hier rumfahren, ja? Das möchte ich mal so sagen hier an der Stelle. So, was haben wir drin? Ein Hopfen. Da haben wir den Tettnanger drin, Perle, Hallertauer, Magnum, also der Hallertauer Magnum und der Tettnanger Aroma-Hopfen. Oh, das wird aber hopfenintensiv. Tolle Sache. So, gut. Wenn wir das soweit, ne? Wird dann ja Aroma-Hopfen in den Reifetank gelegt, beziehungsweise gestopft. Na, das wäre doch was für unseren Olli Craft Bier hier, ne? Da, guck mal, so eine Angaben da hinten drauf, ne? Da ist doch schon richtig was los. So, ich mach mal auf hier. Übrigens hier so Bottle Cap ist wie immer nicht bedruckt. Hatten wir gestern auch gehabt. Also nur einfach so diese Banderole darauf geklebt. So, ich mach mal auf. Ich bin gespannt, Freunde, was da jetzt auf uns zukommt. Wollen wir mal schauen. Also, Entspannungsverdampfung kommt raus. Also, ja, doch, ein kleinerer Auspuff ist es. Jetzt muss ich mal gucken, wo sich da die Hefe abgesetzt hat. Ich hoffe, na, wahrscheinlich unten. Aber naja, mal schauen. Ob wir da ein bisschen Trübung ins Glas reinkriegen. Wann bin ich heute schon wieder ruppig unterwegs? Mann. So. Wollen wir mal gucken hier. Könnt ihr was erkennen hier? Schön. So, wollen wir mal schauen? Ja, ist ein Bier. Gibt sich als solches zu erkennen. Finde ich schon mal gut. Von der Blume her würde ich sagen, 2 bis 2,5 Finger breite Blume. Schneeweiß das Ganze. Feinporig. Recht kompakt und fluffig. Und bleibt auch wirklich gut an der Glaswand haften. Also hier 90 Sekunden Standard kriegen wir ganz locker hin. Schaut mal selbst. Sieht so aus. Ja, auch. Ja. Gut, ne? Sieht schön aus. So, ich bin anstrengend hier. So, gucken wir uns mal an, das Farbspektrum. Ja, doch. Würde ich erstmal als naturtrübes Bier, in dem Hefe zu finden ist, tatsächlich durchgehen lassen. Also es ist jetzt vielleicht nicht von der Saftigkeit so hundertprozentig blickdicht. Also da ist die Softbox, ein paar Schatten erkenne ich noch, aber das ist schon naturtrüb. Ne? Also die Hefe hat hier schon ganze Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es mal einmal drehen sollen oder so. Ich habe jetzt keine Ahnung, da vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr Hefe rausbekommen, aber egal. So, ja, schönes Getreide, gelb, goldig. Ja, so in die Richtung geht das rein. Schwebeteilchen entdecke ich da nicht drin. Schön satt, schön tief ist es. Also auch hier alles andere als verblasst oder verwässert.
Und von der Karbonisierung, von der Planche her, was ist da los? Ja, da perlt das auch gut ab, ne? Also auf jeden Fall ist da Bewegung im Glas. Ne? Das, ich würde sagen, die tanzen da schon so ein bisschen hier, ne? Einen halben Breakdance. Also das sieht schon gut aus. Kann man durchgehen lassen. Gut, Freunde. Optik, Ästhetik. Was soll ich sagen? Gefällt mir. Sieht gut aus. Ja, Kellerbier muss jetzt nicht immer so dunkel sein. Passt. Passt. Komm. 5/5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ihr wisst, was ich immer sage. Wenn der Wirt mir das so hinstellt, ne? Hier schon mal los. Auf das nächste Biersöffler hat Bierdurst. Und den habe ich oft. Also, soll schon was heißen. Gut, machen wir mal anschnuppern. Ja. Also vom Bouquet her zweifelsfrei selbstbewusst, deutlich wahrnehmbar. Leichte Zitrusnote. Fruchtig. Hopfig. Ah. Wenn ich jetzt sage, belgisches Witt, aber nee, ist zu weit hergeholt. Jetzt vergisst es wieder, ist zu weit hergeholt. Aber es geht schon so ganz kleines bisschen, so ein halbes Prozentpünktchen oder so, geht auch schon in diese Richtung, ne? Durch dieses, ja, leicht zitronige. Aber ist lecker. Es riecht lecker, Freunde. Da mag man doch zwickeln unten am Tank, ne? Also, das ist schon geil. Doch, ich bleib dabei. Das ist hopfig-zitronig. Ich finde, es riecht geil, Freunde. Da möchte ich auch wieder am liebsten die ganze Zeit meine Rüssel da reinhalten. Ne? So, ihr Lieben, hier auch. Jetzt machen wir was? Ein Trunk. Auf euch. Zum Wohl. Auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Oh. Oh. Ja. Auch. Lecker. Freunde, das ist aber gut hier. Und das macht Freude. Jubelbier. Ja, da fängst du an zu jubeln, ne? Und so, hey, noch mehr. Ja, doch, finde ich geil. Ist auf jeden Fall, wo ich sage, das ist verdammt süffig. Das ist so erfrischend süffig. Lecker. Aber der Reihe nach. Der Antrunk, Freunde. Machen wir mal ganz klassisch. Attribute. Sind wir eher auf dem dynamischen Bier oder eher auf so einem gemütlichen? Und hier würde ich tatsächlich sagen, ja, wir machen uns alle Ehre, wir sind hier wirklich beim gemütlichen Bier angekommen. Wir können es auch gerne als Hybride bezeichnen, na, sowohl als auch. Natürlich kannst du das gut wegächsen, das kannst du spülen, das kannst du fluten, ne, kannst du Krug reinpacken und dann geht das weg. Aber würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Warum? Ich würde dieses Bier tatsächlich als gemütliches Bier behandeln, sprich kleinere Schlucke nehmen, bisschen länger auf der Zunge behalten, Temperatur anziehen lassen und dann wirst du belohnt mit feineren Nuancen, die sich nämlich da drin noch verstecken. Weil, da sollte man vorsichtig sein, ich sagte schon, du fängst an zu jubeln, weil das dir wirklich Freude bereitet mit jedem oder mit jeder Nuance, die sich da drin verbirgt. Und die präsentieren sich hier wirklich. Und meines Erachtens, das kann ich schon beim allerersten Schluck, glaube ich, behaupten, ausgehend vom Hopfen. Und da ist wirklich so ein kleines Spektakulum, ohne in der Komplexität zu krass zu sein. Ne? Also auf Craft-Niveau sind wir noch nicht, aber... Freunde, da fängst du an zu sabbern. Ne? Und das ist sogar recht robust, muss ich sagen. Kellerbiere sind ja auch immer so, wo ich sage, so ja... Die sind schon so ein bisschen robust. Die kannst du dann auch schön auf so ein Death- oder Black-Metal-Festival nehmen. So eine Metal, Leute. Und dann jeder hier. Ne? So, die sind schon robust. Und genauso stellt es sich auch vor beim ersten Antrunk. Ne? So muss das sein. Also, lange Rede hier, kurzer Sinn. Machen wir mal weiter. Tauchen wir mal ein. Betreiben wir mal wieder Virologie. Also, ab geht er hier. Boah, ey. Heilige Hopfendolde. Da ist aber wirklich Aroma drin, ne? Das ist schon... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, fangen wir mal an mit dem Malzkörper.
auch hier sind wir weit entfernt von dem, ich nenne es jetzt mal wieder als Referenzbier. Ihr wisst ja, welches ich immer bei Malzkörper ganz gerne vorziehe. Ne? Das ist unser Luther Reformationspilz aus Thüringen, wo wir da auch immer dieses Getreidefeld, dieses Getreidesilo auf der Zunge haben. Ne? Das assoziiere ich immer so. Ihr völlig trunkend überm Acker und es regnet gerade, Starkregen, und dann beißt du so richtig in die Getreide da rein. Und das ist dann so ungefähr bei dem Bier. Und genau hier ist es so nicht. Also es ist jetzt nicht so übertrieben getreidig, dass ich sage, wow, das ist jetzt hier mit dem Luther Reformationspilz gleich. Wir können auch gerne noch den Ritter Karl Butz in die gleiche Kategorie passen. Ne? Das Stopfen, so das Männerstolz. Aber so im Groben muss ich sagen, es ist schon wahrnehmbar hier, aber es ist halt nicht übertrieben und es ist auch wieder sehr elegant. Also ich muss schon sagen, es ist gut ausbalanciert. Das ist jetzt nicht die volle Packung Getreide auf der Zunge, sondern du hast halt schon dieses Getreidige, das bringt ein bisschen Nussigkeit mit, was ja auch bei einem Märzen oder bei einem Kellerbier immer sehr schön betont wird, unterstützt wird. Und das bringt natürlich Nussigkeit und Lieblichkeit mit. Ne? Und genau das finden wir hier auch. Was das Ganze auch unglaublich süffig macht. Also ich finde, das ist so richtig schön süffig. Das süffelst du so weg. Ne? Das kannst du morgens, mittags, abends süffeln. Bist du nur am Süffeln. Ganz einfach. Ne? So, also, das ist schon mal gut geworden. So, und dann gucken wir mal weiter. Da war nämlich auch noch Fruchtigkeit drin. Und dann kommt nämlich so eine Fruchtigkeit, wie dieses eher liebliche noch ergänzen tut. Ja, und zwar mit so einer tatsächlich zitronigen Note, aber das riechst du auch raus. Vermute mal, da wird irgendein Hopfen für verantwortlich sein. Ob das der Perle ist? Also Zitra ist nicht drin. Also keine Ahnung, welcher Hopfen dafür verantwortlich ist, aber das riechst du auch raus. Da ist irgendwie so eine leichte, so eine ganz leichte, so ein ganz, 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 ganz kleine so Zitronigkeit ist da drin. Ja, und die unterstützt das Ganze hier noch. Finde ich eigentlich doch recht kreativ, muss ich sagen. Und dann ist natürlich noch was wir sagen müssen, die Hefe. Ne? Die macht da natürlich noch ordentlich Arbeit. Naturtrübe Biere sind vom Hause aus schon immer ein bisschen aromaintensiver, ist klar. Weil wenn du da halt rausfiltrierst, ja, dann kann ja auch ein Aroma groß drin sein. Ne? Deswegen sollte man ja immer als Biertester und auch so als Bierliebhaber sich immer so mehr um die naturtrüben Biere kümmern. Weil da eben mehr drin ist auch. Ne? Das ist ja ganz klar. Das wussten die auch im Mittelalter schon. Ich sag nur Stichwort Ziegenmilch reinpacken. Ne? Und so eine Geschichte. Da hatten wir ja alle da gehabt in unserer Bierkultur. Na ja, Freunde. Lang, lang ist her, da war der Hopfen noch nicht mal bekannt. Richtig, da hat man noch Bier ohne Hopfen gebraut zu diesem Zeitpunkt. Ja, da sind wir wieder im alten Ägypten hier. Bei der Tenemit und bei der Nimkasi. So. Aber das holen wir mal ein bisschen zu weit aus hier. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Wirklich lecker, wirklich gut. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Hopfen. Da möchte ich auch noch mal ein paar Worte verlieren. Ja, die in diesem Gesamtkontext tatsächlich auch dann sehr positiv ausfallen. Sehr positiv ausfallen. Dass ich hier wirklich sage, das macht Spaß. Also du kannst wirklich die einzelnen Hopfensorten auf der Zunge wahrnehmen. Schön langanhaltend, schön weich, leicht lieblich und die Hefe ummantelt das nochmal so schön. Toll. Richtig toll. Und sind wir weit, weit, weit von entfernt vom Industriestandard. Also das ist wirklich Rohstoffqualität, schmeckst du hier wirklich raus. Das ist toll. Tolles Bier, Freunde. Macht Spaß hier. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wie wollen wir das bewerten? Weil jetzt kommt es nämlich. Wir haben unsere Top 10 Kellerbierliste, Zwickelbiere, glaube ich, soweit ja schon abgeschlossen. Ne? Und jetzt haben wir natürlich da wirklich so die Crème de la Crème. Ja, die ist da ja schon mit drauf. Da haben wir ja nun wirklich auch bunt durchgewürfelt, ne? Da waren ja dann tatsächlich auch ein bisschen was aus dem Industriestandard mit bei. Ich sag nur so, das meistverkaufteste Kellerbier in Deutschland, das heißt auch bei uns auf dem Kanal hier gut, sehr gut weggekommen. Ne? Und dann waren da auch noch ein paar kleinere mit bei gewesen, habe ich auch gesagt, ja doch, die sind gut. Jetzt müssen wir uns mal angucken, was denn der Platz Nummer 10 gewesen ist. Das fällt mir jetzt natürlich nicht ein, aber ich bin stark der Meinung, dass zumindest in der Top 10 Liste dieses Jubelbier hier als Kellerbier, sollte es so sein,
tatsächlich gut reinpassen könnte. Und das vielleicht sogar noch auf den höheren Plätzen. Jetzt wäre natürlich spannend, das Ganze mal mit den ersten 5 abzugleichen in einem Direktvergleichstest. Nur das ist mir natürlich nicht möglich, weil ich habe ja nur eine Flasche hier und von den anderen 5 habe ich auch keine Flasche mehr hier, sodass wir jetzt einen Direktvergleichstest noch machen können. Aber das wäre natürlich spannend zu beobachten, weil so wird nämlich auch meine Bewertung ausfallen. Und da sind natürlich wieder die Zuschauer hier völlig so verwirrt, weil für die ist ja dann auch immer, oh, da ist ja ein Bier in der Top-10-Liste mit einer Krone-Bewertung drin. Wie kann denn es sein, dass da mehrere Biere mit einer Krone-Bewertung drin sind? Naja, aber das sind halt, ja, das ist halt so, dass mein Bewertungssystem mit der Krone-Bewertung auch so ist, dass es halt einige Biere mittlerweile schon gibt. Wir haben über 1000 Biere getrunken, dass wir natürlich schon wissen, okay, dann gibt es halt mehrere Biere, die halt so gut sind, dass sie eine 6-Punkte-Bewertung bekommen haben, ne? Und genau das wird auch hier in diesem, der Fall hier sein. Also jetzt geht es nicht um die Krone-Bewertung, sondern tatsächlich, ob wir es mit aufnehmen in die Top-10-Liste oder nicht. Und ich tendiere sehr stark dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist qualitativ auf einem hohen Niveau, finde ich. Das ist okay. Das hebt sich deutlich vom Industriestandard ab und das macht Spaß zu trinken. Und darauf kommt es an. Das kommt auch an, das finde ich gut. Deswegen, Freunde, rotzen wir mal einen raus hier. Also, 6 von 5, / 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Eine Krone-Bewertung schmeckt saulecker. Das haben sie da gut gebraut, die Jungs und Mädels da in der Bergbrauerei. Da ist ein komischer Vogel eigentlich drauf da oben. Da finde ich auch gut. Adler wahrscheinlich. Und ja, das lasse ich mir jetzt noch schmecken. In dem Sinne, Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Da gucken wir uns das nächste Bier aus der Bergbrauerei an, ne? Zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.